Waffen hier. Das ist das hier, das da, der gestohlene Dings und das lasse ich hier, das gebe ich gleich Lydia und das. Also, Lydia, Lydia, komm zu mir. Huch. Ich bin direkt hinter euch. Du bist Wie jetzt eigentlich über mir. Tarne? Nimm meine Spitzhacke. Muss ich nur dran denken, wenn wir das nächste Mal... Nein, geben, verdammt. Wenn wir das nächste Mal... Vor. Ich folge. Ja. Darf ich jetzt? Wenn wir das nächste Mal eine Ader von Erzen treffen, muss ich nur dran denken, dass wir... Moment. Dass Lydia die Spitzhacke dabei hat. So, bevor ich jetzt wieder gehe... Ich gucke noch ganz schnell bei den Gefährten vorbei und nehme da nach Möglichkeit eine neue Aufgabe an. Eine neue Quest. Das ist nämlich der Grund, weshalb ich die Bestie noch nicht besiegen will. Die war irgendwas mit Werwölfen und hier wird man auch ein Werwolf, deswegen möchte ich hier vorher weitermachen, bevor wir diese Bestie besiegen. Ich erhoffe mir dadurch irgendwas Tolles. Also irgend so. Was halt nicht passiert, wenn man kein Werwolf ist, wobei ich nicht glaube, dass das der Fall sein wird. Barbas? Wie bist du da hinten hingekommen? Ich frage einfach gar nicht. So, wie war das? Muss ich Ihr seid zurückgekehrt. Ja. Sonst nix? Okay. Ich suche Arbeit, mein Freund. Skjor hat vorhin nach euch gesucht. Sprecht so schnell wie möglich mit ihm. Okay, wer war Skjor? Begonnen, die silberne Hand war Skjor. Ich frage mich immer noch, warum Skjor euch... Ah, da seid ihr ja. Ja. Ihr wolltet mich sehen? Ja, für dieses Mal habe ich etwas geplant, was ein wenig anders ist. Aber das muss nicht jeder hören. Trefft mich heute Nacht in der Tiefenschmiede. Dann reden wir weiter. Wenn ihr weiter Ohren haben wollt, solltet ihr so tun, als seid ihr... Wo finde ich diese Tiefenschmiede? Ist das nicht ah erlaubt? Ja, ihr habt sie ja noch nicht gesehen. Unter der Himmelschmiede, wo Eorlund arbeitet. So, die Tür ist verborgen, aber ich zeige euch den Weg. Okay, los geht's. Bis zum nächsten Mal. Hallo, ich dachte, du zeigst mir den Weg. Da halt nicht. Unter der Schmiede von Eorlund. Natürlich weiß ich schon, wo das ist. Da draußen ist Treffen. Hallo, Freunde. Ich hätte nicht gedacht, dass ich den Gefährten wirklich beitreten dürfte. Mittlerweile scheinen sie aber jeden aufzunehmen. Skjor sagt, ich hätte Isgramors Kraft. Ja, das sind ja alle auf einmal. Das ist immer verwirrend. So, hier ist das. Ich weiß es. Noch. Wir müssen bis zur Nacht warten. Wir stellen uns hierher. In die Büsche. Wir verstecken uns. Und jetzt haben wir es... Kurz vor 12 am Mittag hat er gesagt, wann genau er uns treffen will. Wenn wir 12 Stunden hier warten, reicht das? Die Zeit schreitet voran, wir bleiben im Busch. Wir werden eins mit der Pflanze. Der Typ schreit da drüben immer noch rum. So, kommt Skjor. Das sieht doch gut aus. Das da hinten sieht aus wie Skjor. Jupp, das ist er. Ich stelle mich mal hier unter. Du kannst dich auch mit unterstellen. Komm einfach her. Da, oder schnüffel weiter rum. Ja, da kommt er. Wer ist dabei? Ariel oder so. Alea ist schon hier. Können wir ihr folgen? Sie ist drin. Ariel ist drin. Seid ihr bereit? Bereit, wenn du es bist. Oder ich bin bereit für die nächste Prüfung. Das ist keine Prüfung, Jungblut. Das ist ein Geschenk. Tretet ein. Wen soll ich eintreten? Dürfen meine Freunde auch mit? Oder müssen die draußen warten? Huch!
Ach, meine Begleiter dürfen nicht hier rein, stand gerade oben. Wir machen dies im Geheimen, weil Kotlak zu sehr damit beschäftigt ist, dieses große Geschenk wegzuwerfen, das uns gegeben wurde. Okay. Er ist der Meinung, dass wir verfluchen. Aber wir wurden gesegnet. Wie kann etwas, das diese Macht verleiht, ein Fluch sein? Also nehmen wir die Sache selbst in die Hand. Um in die Sphären der Gefährten aufsteigen zu können, müsst ihr uns im gemeinsamen Blut des Wolfes beitreten. Seid ihr bereit, euren Geist mit der Tierwelt zu vereinen? Natürlich. Ich bin bereit. Nun denn. Ich bin brei. Was tut dafür jetzt Ariel? Ach nö. Okay. Einfach so ein fetter Bluttropfen rausgeflatscht. So voll das dickflüssige Blut, und dann hat sich das da gesammelt an der Arterie und dann ist alles auf einmal so. So. Ne, verstehst du. So. Trinken wir einen Schluck. Wir trinken das echt. War's das? War's das, habe ich gefragt. Trinken wir halt noch ein Schlückchen. Ja. Noch ein Schluck. Ich glaube, das Blut ruft, Bruder. Ach, jetzt. Hat ein Stück gedauert, okay. Das Blut ruft, Bruder. Guck mal, Barbas, ich bin auch ein Hund. Oh, ich glaube, es ist nicht gut, wenn wir hier runterlaufen. Ich glaube, wir sollten fliehen aus der Stadt. Und hoffen, dass Lydia und Barbas nicht alle töten. So, wir gehen einfach schon hier raus. Nein! Hallo? Ich... Bin ich rausgegangen? Ich habe nichts mehr gesehen. Hier ein formschöner Säbelzahntiger. Er ist eine riesige und gefährliche Raubkatze, die oft auf abgekommenen Wegen Reisende angreifen. Die reißen dann sozusagen die Reisenden. Kommt schon! Was war das jetzt? Irgendwas? Ich bin nackt. Seid ihr wach? Ja. Ich dachte schon fast, dass ihr nie mehr zurückkommt. Eure Verwandlung war nicht das, was man einfach nennt. Aber ihr lebt noch. Gratulation. Dankeschön. Wir haben sogar eine Feier für euch geplant. Eine Gruppe Werwolfjäger hat drüben beim Galgenfelsen ihr Lager aufgeschlagen. Die Silberne Hand. Ich glaube, ihr kennt sie bereits. Ja. Wir werden sie alle abschlachten. Jeden Einzelnen. Nach euch. Skjör ist bereits als Kundschafter vorgegangen. Deine Gefährten ersetzen deine Begleiter. Okay. Fragen wir erstmal, was überhaupt passiert ist. Ihr wurdet als Teil des Rudels neugeboren, Bruder. Fast beneide ich euch. Das erste Mal ist immer am intensivsten. Ihr habt uns sogar mehr Schwierigkeiten bereitet als damals Farkas bei seiner ersten Verwandlung. Warum? Weil ich durch Weißlauf gelaufen bin und ein bisschen rumgebrüllt habe? Bin ich denn jetzt offiziell ein Werwolf? Ihr habt das Blut des Wolfs in euch, aber ihr müsst Kraft sammeln, bevor ihr es erneut nutzen könnt. Seid aber vorsichtig dabei, wo ihr es tut. Es gibt Feiglinge in diesem Land, die den Anblick des Ruhmes nicht ertragen können. Das ist nicht nur in dem Land so.
Was bedeutet es, ein Werwolf zu sein? Nichts. Bis ihr euch entscheidet, eure Gabe zu nutzen. Dann, nun ja, kommt man auf den Geschmack. Man wird stärker, schneller. Aber es hält nicht lange an, wenn ihr es nicht mit dem Blut eurer Feinde nährt, sofern ihr euch darauf einlassen möchtet. Okay. Gibt es ein Heilmittel? Eigentlich möchte ich mich gar nicht heilen lassen, aber ich frage trotzdem mal. Heilmittel? Ha. Ihr hört euch an wie der Alte. Ich sollte sowas nicht sagen. Ich liebe Kotlak. Ich respektiere ihn und folge ihm. Aber in diesem Punkt hat er Unrecht. Das ist kein Fluch. Wir sind die mächtigsten Jäger im gesamten Land. Wenn er sich wegen seinem metschlürfenden Leben nach dem Tod Sorgen machen will, dann ist das seine Sache. Ich genieße lieber den Ruhm der Jagd. Da schließe ich mich dir an, Schwester. Und Barwas ist trotzdem dabei, obwohl wir jetzt eine komplett andere Quest machen. Wo gehen wir hin? Die silberne Hand hat die alte Festung am Galgenfelsen übernommen. Die sind immer herrlich leichte Beute. Unbestimmt zart und saftig. Aber mal so völlig aus dem Kontext gerissen, kannst du mich eigentlich in Schießkunst unterrichten? Ich zeige euch, was ich weiß. Gerade haben wir es noch davon, wir wollen gemeinsam jagen gehen. So, einfach mal komplett aufgebessert. Wir wollen gemeinsam jagen gehen und plötzlich ich... Kannst du mich in Schießkunst unterrichten? So, wir warten kurz, bis das durchgelaufen ist. Ich glaube noch einmal, oder? Ne, das war's. Na dann, los geht's. Mhm. Ich ziehe mich mal schnell wieder an. Hier sind mittlerweile so viele Sachen drin, ich finde unsere Anti-Sachen nicht mehr. So, das müsste gewesen sein. Unser Bogen. Ich muss mal ganz kurz... Moment. Die hier... Die mache ich erstmal weg von den Favoriten. Beiden Waffen. Wir haben gar nicht so viel, was wir als Favoriten haben und trotzdem ist die Leiste so voll. Das haben wir jetzt noch als Favorit. Und dann wähle ich das mal noch kurz hier aus. Hier. So. Kotlak ist hier, ach nicht Kotlak, Skior ist hier also schon irgendwo. Nur mal ganz kurz, habe ich die Rüstung wieder komplett an. Sieht so aus. Huch. Okay, da ist Ariel. Wo geht's denn hier hoch? Ich. Hallo, Fuchsi. Du solltest jetzt besser gehen. Habe ich nicht gesehen. Ich weiß, ich soll es als Werwolf machen. Testen wir es mal aus. Moment. Muss ich erstmal gucken. Ach, ganz oben. Hüpf. Hilfe. Ich helfe euch sofort. Verdammt, das war jetzt zu spät. Naja. Wir sind ein ausnehmend schöner Werwolf. Werwolf, der Wolf. Guten Tag, die Herrschaften. Ich bin von der Einwanderungsbehörde. Ich warte erstmal, bis der Ladebildschirm vorbei ist. Dann ist das irgendwie lustiger, glaube ich. Der mystische Nebel des Ladens.